den 50er Jahren bekommt Hundertwasser eine Einladung nach Paris und kommt dort in Berührung mit der französischen Avantgarde. Es entwickelt sich eine Freundschaft mit Yves Klein, aber auch mit den japanischen Künstlern wie Kito Akira, Shinichi Tajiri oder Kumi Sugai, die damals auch alle zur selben Zeit in Paris waren. Und daraufhin, aus dem resultierend, entwickelt sich ein siebenmonatiger Aufenthalt Hundertwassers in Japan 1961. Und dort waren auch wieder wesentliche Avantgarde-Künstler zur gleichen Zeit wie Pierre Alechinsky oder John Cage. Und das ist nun die Grundlage für ein weiteres zentrales Thema unserer Ausstellung, der neue Japanismus. Bislang ist das ein kunsthistorisches Phänomen, dem viele Ausstellungen gewidmet wurden, nämlich um 1900, dieser Japanismus. Und der setzt nach 1945 wieder ein. Also für viele Nachkriegskünstler war es einfach eine Japanreise so eminent wichtig wie quasi eine Romreise, eine Grand Tour im 19. Jahrhundert. Wir konfrontieren hier erstmals Hundertwasser mit seinen Kollegen, mit denen er sich auseinandersetzt, Mitstreitern seiner Zeit, um eben diese Verbindungen und Hintergründe aufzuzeigen. Also Sie sehen Arbeiten von Hitler, Schinsky, Corneille, Constant, Fontana, Sie werden sehen natürlich auch die Akane Akira, sogar Kumi, natürlich Piero Manzoni und viele mehr. Und natürlich zu den gezeigten Arbeiten von Hundertwasser noch ein wichtiger Hinweis. Neben dem zentralen Werk, das sich in unserer Sammlung befindet, nicht zu übersehen, auch auf der Einladung, der große Weg, haben wir die Freude und auch das Glück, wirklich einige private Sammlungen, also Werke aus einigen privaten Sammlungen zu haben, die großzügigerweise seltene Werke uns zur Verfügung gestellt werden. Also Werke, die wirklich seit Jahrzehnten nicht zu sehen waren oder überhaupt nicht zu sehen waren. Eins ist zum Beispiel das frühe Selbstporträt aus der Pariser Zeit und auch zum Beispiel, um noch was anderes zu erwähnen, Werke aus der Sammlung seines befreundeten Künstlers Arnulf Neuwirth. Und zwar ist klar, dass wir am Belvedere keine monografische Einzelausstellung zum Hundertwasser machen wollen und machen sollten, sondern über einen thematischen Schwerpunkt einen anderen Zugang, einen neuen Zugang zum Frühwerk Hundertwassers zu schaffen. Deswegen eben stehen 50 Arbeiten von Hundertwasser, 30 Arbeiten von internationalen Künstlern gegenüber. Also Sie sehen dadurch in der Reihe auch ästhetisch Ausstellungen ganz anderen Drive bekommen. Wir haben eine Ausstellungsarchitektur, die interpretativ japanische Architektur aufgreift und in einer sehr rein weißen Architektur, einer Art White-Cube-Architektur überhöht. Wir haben uns entschieden, in dieser Ausstellung die Werke sehr stark auf sich sprechen zu lassen, aber eben auch die Gegenüberstellungen spürbar zu machen und dadurch neue Sichtweisen zu eröffnen. Japan war, wenn man so will, das Modeland der 50er Jahre und Hundertwasser Japan heißt 1961. Davon sind wir ausgegangen in unserer Forschung, haben gesehen, dass diese Japanreise nicht vom Himmel fällt, sondern dass es eigentlich eine ganz sukzessive, auch geografische und inhaltliche Arbeit Hundertwasser in der japanischen Kunst und Kultur gibt, die zurückreicht ins Jahr 1949. Ganz kurz lässt sich das dann sehr schön geografisch in ein paar Stichworten abhandeln. 1949 sieht er in Mailand Holzschnitte von Hiroshige und Hokusai und ist davon sehr begeistert, schreibt es in seinen Tagebüchern. Und mit dieser Impression aus Mailand reist er dann mit seinem gemeinsamen Freund René Gros nach Paris und dort wird er bereits 1951 in die Pariser Avantgarde, die japanische Avantgarde-Szene dort eingeführt. Also es lassen sich sehr früh biografisch eben
Eckpunkte festlegen, die eine Auseinandersetzung mit japanischer Kunst und Kultur darstellen. 1955 lernte der Kunsthistoriker Shinichi Sebi kennen, der japanische Kunsthistoriker, der sich in Paris aufhält, publiziert 100 Wasser in japanischen Zeitschriften bereits in den Jahren 55 und 56, ehe er dann eigentlich derjenige ist, der den Kontakt an die Tokyo Gallery in Tokio vermittelt. Also wir sehen auf der einen Seite eine ganz klare sukzessive biografische Entwicklung, die nach Tokio führt. Und dann sehen wir, wenn wir uns die Kunstwerke anschauen, eben auch in ganz bestimmten Momenten, wenn man so will, die japanische Philosophie, die im Hintergrund läuft und die ihn zu bestimmten Kunsten inspirieren. Jetzt müssen Sie sehen, 1955 ist der Brennpunkt, das Brennjahr, wenn man so will, der Abstraktion, der Entwicklung der Abstraktion in Paris. Auf der einen Seite stehen die Taschisten mit Michel Tapier als Kritiker und als Aufführer, die einen gestischen, impulsiven Abstraktion folgen. Und auf der anderen Seite Pierre Destany, der um einiges jünger ist, der eben in dieser Szene um Yves Klein und eben auch 100 Wasser aufhängt. 100 Wasser bereits 55 Pierre Destany kennenlernen. Und damit er eigentlich in diese ganze Diskussion um Abstraktion und Expression und Expressionismus und dieses neue Verhältnis zwischen Objekt und Mensch und eben auch dieses sozusagen nicht dialektisch aufgebaute Bild in diesem Brennpunkt stehen. Jetzt, für mich ist es so, dass die Auseinandersetzung mit Zen-Buddhismus in der Kunst der 50er Jahre zu einem der kreativsten Missverständnisse überhaupt zählt. Ein zweites kreatives Missverständnis meiner Meinung nach ist die Relativitätstheorie, die von Künstlern interpretiert worden ist. Missverständnis deswegen, weil man ja eigentlich Philosophie nicht in Form fangen kann. Vor allem nicht im Zen-Buddhismus, also die Zen-Philosophie, die sozusagen sich formlos gibt, ja, die eigentlich eher eine Art Reinigungsritual darstellt, um dann wieder sozusagen natürlich agieren zu können. Also zen-buddhistische Philosophie ist ein Zurückdrängen des Subjektiven, ein Zurückdrängen des Ich, ein Zurückdrängen einer Motivation und daraus sollten neue künstlerische Impulse entstehen. Bei Hundertwasser haben wir das in den Bildtiteln manchmal, zum Beispiel das Werk Einsamkeit, eine lineare Struktur. Die Einsamkeit ist ein ganz wichtiges Moment in der zen-buddhistischen Praxis. Wir haben den großen Weg, der große Weg steht natürlich für den Taoismus, für Lao Tse's Gedanken des Weges, der Mensch, der Weg ist als Prozess, der einen Startpunkt hat, der sich entwickelt und wir sozusagen in diesem Prozess als Mensch zur Welt als Einheit begriffen werden müssen. Einheit, holistisches Weltbild ist das nächste, was wir aus der feinwestlichen Philosophie lernen. Und genau da ist eben wichtig von auch und was er ist hier sehr stark von diesen Ideen einer Ganzheitlichkeit fasziniert. Diese Ganzheitlichkeit ist aber nicht rein esoterisch gedacht, also es ist nicht der Wunsch, Esoterik zur Kunst zu machen, sondern die Esoterik als, wenn man so will, analytisch zu sehen und mit ins künstlerische Konzept zu integrieren. Also Sie werden sehen in der Ausstellung, dass es ganz bestimmte Bilder gibt, wo wir sogar fast haiku-artige Bildtitel finden. Oder zum Beispiel das Werk Das Ich weiß es noch nicht. Das ist, wenn man so will, zen-buddhistische Philosophie par excellence. Ohne das überzustrapazieren, Hundertwasser hat das natürlich auch kreativ interpretiert und das, was wir sehen und das, was wir lesen, in einen kreativen Prozess umlenken wollen. Er hat es ja selbst als Tao, als transautomatisches Objekt empfunden, das Werk, das ist eine Theorie, nämlich, dass jedes Bild in uns einen Film von verschiedensten Bildern abläufen lässt und unterbewusste Schichten ans Tageslicht bringen lässt. Also wir sehen hier wissenschaftliche analytische Argumentation, transautomatisches Objekt, wir das dann analytisch fast auch schlüsselt in seinen Text zum transautomatischen Objekt, und auf der anderen Seite Taoismus als spirituell auch sozusagen spirituelle Reinigung. Da ist Hundertwasser nicht alleine. Hundertwasser ist in Kontakt mit der Hobart-Gruppe, er kennt natürlich die Arbeiten von Willi Baumeister. Willi Baumeister hat seinen Studenten in Stuttgart Eugen Herrigen vorgelesen. Ja. Das war Standardlektüre damals. Und so sehen wir, er ist eigentlich jemand, der das mitrezipiert, aber einen ganz eigenen formalästhetischen Weg geht. Und da liegt, glaube ich, die Stärke in seinem Frühwerk. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Ausstellung gewesen, hier diese Stärke dieses Frühwerks in dieser Form herauszuarbeiten. Ja. Man kann vielleicht noch einmal
mal zuspitzen sagen, dass wir versuchen, Hundertwasser, wenn man so will, vom esoterischen Kopf auf die kunsthistorischen Füße stellen möchten und ihn als Netzwerker, als großen Kommunikator und eben nicht als Einzelgänger zeigen wollen. Er war Teil einer internationalen Avantgarde zwischen Wien, Paris, Rom und Tokio und reflektiert die zeitgenössische Ideengeschichte der Nachkriegskunst in seiner Arbeit. Zentral sind hier die Prozessorientiertheit und das Repetitive. Die Freundschaft mit den japanischen Künstlern, die schon erwähnt wurden, Tajiri, Kito, Taguchi oder Kumisugai und nicht zuletzt mit Yves Klein, in den 50er Jahren prägen ihn wesentlich und führen zu einer Rezeption von Buddhismus und fernöstlicher Philosophie. Nicht zuletzt eben in dem Lebensmittelpunkt zwischen 1949-50 bis 1960 für Hundertwasser in Paris. In dieser Nachkriegszeit gibt es bei Intellektuellen ein großes wissenschaftliches Interesse an außereuropäischen Gesellschaften und an so etwas wie einer voraufklärerischen Vernunft, eine Sehnsucht nach dem Ursprünglichen. Und auf dieser Suche ist auch Hundertwasser. In dieser Zeit entstehen auch Schriften der bekannten Philosophen Claude Lévi-Strauss oder Michel Foucault. Und 1955 begegnet Hundertwasser Roland Barthes in Paris. Aber ausgehend von seiner eigenen Kriegserfahrung und der Nachkriegszeit in Wien und einer lebensfernen, rational-modernistischen Architektur, zum Beispiel der Wiener Gemeindebau, diagnostiziert Hundertwasser in seinen frühen Arbeiten und Texten eine tiefgehende Krise der europäischen Kultur. Die trifft die politischen Systeme, aber auch fundamental das Individuum. Besonders die Entfremdung des Individuums kann Hundertwasser spüren und setzt dagegen die Idee des kreativen Menschen, der befähigt sein muss, selbst schöpferisch tätig zu sein, und zwar jeder und nicht nur der Künstler. Und das sagt Hundertwasser schon 10, 15 Jahre, bevor es Beuys da tut. Der Mensch hat also eine moralische Aufgabe, schöpferisch zu wirken, und das ist das, was Hundertwasser sich selbst ganz groß auf den Kopf geschrieben hat. Wir haben die Ausstellung in 7 fließende Kapitel gegliedert, die wir überschriftsartig Japan genannt haben: Freiheit und Abstraktion, Architektur, Reiseweg, Prozess, Gartenlandschaft, die Linie und das Unbewusste. Beispielhaft herausgreifen möchte ich nur kurz die Architektur, die Linie und den Japan. Die Auseinandersetzung mit der Architektur führt bei Hundertwasser zu einer Art performativer Kulturkritik, die sich in dem frühen Werk der Collage Die Werte der Straße widerspiegelt. In die Hundertwasser gefundenes Alltagsmaterial wie Eintrittskarten und Zigarettenpapier integriert. Und das sind schon in die Nähe, dem durch seine Arbeitszeit von Robert Rauschenberg wirken lässt, den er in den 50er Jahren in Paris im Museum trifft. Oder auch in die Nähe der Affischisten und der Bouvouberlists rund um den Kleinen, mit dem er eben befreundet ist. Entscheidend ist aber der performative Aspekt, denn bevor Hundertwasser diese Arbeit beginnt, formuliert er für sich selbst eine Regel, ein ca. 50 Meter langes Straßenstück abzugehen und alles Weggeworfene auf dem Bürgersteig aufzuheben und zu dieser Collage zu integrieren. Für die damalige Zeit ist es eine sehr ungewöhnliche künstlerische Strategie, eine autonome Regel zu formulieren und dieser Handlungsanweisung dann selbst zu folgen. In dieser Zeit entstehen auch 2 fotografische Serien, die hier erstmals zu sehen sind. Einmal Fotografien des Wiener Straßenlebens, die auch den Schmutz auf dem Trottoir zeigen, aber auch Linienführungen, die sich durch die städtische Architektur ergeben. Daneben ist eine unbekannte Fotoserie zu sehen, bei der Hundertwasser eine Aktion mit Stoff, mit langgewebten Stoffbahnen gemacht hat, die im öffentlichen Außenraum gespannt werden. Und man hat das Gefühl, dass er etwas Organisches, etwas Biologisches, etwas Wucherndes gegen die Architektur und den Asphalt setzen möchte. Im selben Jahr entstehen in Wien auch stärker ins Abstrakte weisende Arbeiten, wie zum Beispiel Farblinienstruktur mit rotem Zentrum. Aus heutiger Sicht wirken diese Bilder ein bisschen wie frühe Google Maps Ansichten, markieren aber stark die Auseinandersetzung Hundertwassers mit urbanistischen Themen. Das rückt ihn auch in die Nähe zu Constant und Mitgliedern der Cobra-Gruppe und der Situationisten. Hier in der Ausstellung ist das New Babylon Project von Constant zu sehen, und beide Hundertwasser und Constant teilen die Idee und die Beschäftigung mit einer Idee von einer utopischen Stadt. Hundertwasser allerdings tut das mit einer bewusst imperfekten Pinselführung mit seiner krummen Linie. Denn es ist nicht so schlimmer für Hundertwasser als die gerade Linie, und gegen dieses Diktat der geraden Linie führt Hundertwasser das Naturprozesshafte und Lebendige, zum Beispiel in Form der vegetativen Spirale, in die Kunst ein. Das tut er auch in der berühmten Hamburger Linie in Hamburg, wo er mit Bason Brock und Herbert Schuld in einer mehrtägigen Aktion
im Dezember 1959 die Wände von oben bis unten eines Saus bemalen lässt. Dazu läuft japanische und arabische Musik. Die Aktion wird aber gestoppt, bleibt unvollendet und es gibt einen Skandal. Was aber für diese Arbeit gilt, ist, dass sie zusammen mit M. Capros Happenings von 1958 und 1959 zu Recht als eine erste Aktion bzw. Performance überhaupt gilt. An einem ähnlichen Thema von unendlicher Linie arbeitet auch Piero Manzoni, der freihändig eine fortlaufende Linie einfach auf ein Stück Papier zeichnet, dieses Papier aufrollt und in einer verschlossenen Papprolle verwahrt. Und es ist der Vorstellungskraft des Betrachters überlassen, sich anhand der Beschriftung der Rolle diese aufgerollte Spirale in der Länge und Farbe und Form vorzustellen. Ebenso beschäftigt sich mit Linien auch Lucio Fontana, der seit 1949 seine Leinwände mit Strichen und Schnitten attackiert. Aber auch ihm geht es um Linien, Spiralformen, Wiederholungen, Zufall und Prozesse, wie unter Wasser auch. Allerdings ist bei Fontana die Aggression und Gewalt nach außen gerichtet. Und bei Hundertwasser wird vielmehr die Malbewegung zu einer meditativen Praxis, die an Zen-Gedanken geschult ist. Ebenso Yves Klein, der 15 Monate in Japan gelebt hat, erstellt dieser kalligraphische Bilder mittels Frauenkörpern seine berühmten Anthropometrien, die hier neben Arbeiten von Kumi Sugai. 1961 reist er im Februar und für fast 7 Monate nach Tokio, lernt seine spätere Frau Yoko Iwara kennen und heiratet 1962. Und greift hier sein gesamtes Thema des Frühwerks noch einmal auf. Und man hat den Eindruck, als kristallisierte Hundertwasser das gesamte Frühwerk hier in einer Schau, in der Tokio-Serie und in einem Spaziergang einer performativen Aktion. In dieser Einzelausstellung in der Tokyo Gallery zeigt er über 30 neue Arbeiten. Zum Teil sind diese während seines Japan-Aufenthalts entstanden. Und er hat sie sehr tief in die Galerie gehängt, unter eine Linie, die er an den Wänden gezogen hat. Parallel dazu werden in Tokio auch die taschistischen Arbeiten von Sam Francis gezeigt, der hier auch mit einer Arbeit vertreten ist. Die Ausstellung für Hundertwasser wird ein großer Erfolg und die Werke werden gegen die moderne europäische Zivilisation gerichtet wahrgenommen. Zuletzt macht er noch einen Stadtspaziergang, eine performative Aktion, für die er sich inszeniert und bei der er sich fotografieren lässt. Diese Aktion ist als Plädoyer für Fantasie und Individualität des einzelnen Menschen zu lesen. Und Hundertwasser folgt hier einer imaginären Linie durch den Stadtraum, die potenziell auch unendlich ist. Wichtig ist und bleibt für Hundertwasser das Vordringen mit der Kunst in tieferen Bewusstseinsschichten, ein Interesse, das er zum Beispiel mit Tajiki teilt, von dem hier der semi-dokumentarische Film The Wipers zu sehen ist, wo es um Resonierungen und Spiralen geht und um Kontrollverlust, was den Kreislauf zu Arnold Reiners Blindzeichnungen schließt, die er auch zu sehen. Diese frühen Arbeiten und der Kontext ihrer Entstehung zeigen Hundertwasser als radikal modernen Künstler, der, mit unserem Katalogautor Robert Fleck gesprochen, an der Überwindung der Malerei, des traditionellen Bildbegriffs und der traditionellen Position des Malers zum Bild und zum Raum gearbeitet hat.